Und wie ging es dann weiter? Also wie bist du aus diesem großen Sturm rausgekommen? Jesus hat immer wieder vom Frieden geredet. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass sein Friede in uns sein soll. Und ich merkte, mein Leben spiegelt alles wieder, aber keinen Frieden. Also dieser ständige Drang und auch dieser Individualismus, alles hängt von mir ab. Ich muss Sachen stemmen, ich muss kompetent sein, ich muss mich beweisen. Für mich hört sich das an wie genau das Gegenteil vom Evangelium. Sehnst du dich manchmal nach mehr Ruhe und innerer Gelassenheit? Wir leben in vollen Zeiten. Schneller, höher, weiter, lautet die Devise. Unsere Gesellschaft ist ruhelos geworden. Dabei schadet Ruhelosigkeit nicht nur unserer emotionalen Gesundheit, sondern auch unserem geistlichen Leben. Wie können wir aus der Hektik des Alltags aussteigen und innere Ruhe finden? Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich darüber. Mein Name ist Kim Diehl und meine zwei Gäste heute sind Dejan Astajic, er ist Dozent für praktische Theologie an der FTH Gießen, und Jörg Albrecht, er ist Autor, Mentor und Kongressproduzent bei Willow Creek Deutschland. So, und jetzt sind Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Dejan Astajic. Herzlich willkommen, Jörg Albrecht. Schön, dass ihr heute hier seid. Hallo. Schön, dass wir hier sein können. Jörg, innere Unruhe kennen ja die meisten von uns. Das Leben gewinnt immer mehr an Tempo. Nervosität und Ruhelosigkeit werden so zu einem Lebensgefühl, könnte man sagen. Du bist seit 30 Jahren im geistlichen Dienst aktiv, warst Pastor, bist Mentor, Autor und theologischer Referent. Und auch du kennst dieses innere Gefühl der Ruhelosigkeit gut. Vor rund 3 Jahren hast du einen großen Sturm in deinem Leben gehabt, von dem du schreibst, dass du kurz davor warst, innerlich an ihm zu zerbrechen. Nimm uns so ein bisschen in diese Zeit mit rein. Was ist da passiert? Ja, beim Perfect Storm, wie man im Amerikanischen sagt, überlagern sich verschiedene Stürme. Und bei mir waren es 3 große Stürme, die mich echt auch fast umgeworfen haben. Das eine war, dass mein großes Vorbild, der Gründer der Arbeit, für die ich jetzt seit 20 Jahren tätig bin, plötzlich sich offenbarte als jemand, der einen deutlichen Schatten hatte und der sich nicht auf gute und richtige Art und Weise verhalten hat, Frauen gegenüber, aber vor allen Dingen in der Machtthematik. Das kam an die Oberfläche kurz bevor der in Ruhestand ging und endete mit einem Rücktritt, aber auch mit einem riesigen Skandal, der weltweit enorme Wellen geworfen hat. Und wir waren Teil dieser Arbeit. Dann haben wir uns versucht, ein bisschen zu berappeln, haben den nächsten Kongress, wir machen Leitungskongresse, für die ich Verantwortung trage, und den haben wir vorbereitet und den mussten wir dann Corona-bedingt abbrechen nach 7 Sessions oder in der 7. Session von 10, weil einer unserer Referenten Corona hatte und abends, am Abend vorm Kongress bei einem Dinner mit allen Referenten, die bis dahin da waren, gegessen hat und die mussten alle in Quarantäne. Ja, auf diesem Kongress war ich auch, da erinnere ich mich noch gut dran. Und ich musste dann auf die Bühne und das Ding abbrechen, 7000 Leute aus der Halle nach Hause schicken, 2000 Leute in den Übertragungsorten. Und dazu kam, dass ich genau zwischen diesen beiden Ereignissen an einem wunderschönen Sommertag mit meiner Frau mit dem Fahrrad unterwegs war und wir hineingezogen wurden in einen Unfall, in dessen Verlauf ein älterer Herr starb und wir haben 45 Minuten um sein Leben gekämpft. Als Ersthelfer, Wiederbelebung, zuerst mit 2 oder 3 anderen Leuten, dann kam der Arzt dazu. Wir mussten dann mit seiner Anleitung weitermachen und nach 45 Minuten haben wir den aufgeben müssen, der war tot. Und das war so eine intensive emotionale Erfahrung, dass ich permanent Flashbacks hatte, dass ich nachts wach wurde, dass diese Bilder nicht aus dem Kopf kriegte, der Stress des Kongressabbruchs, der Stress dieses Skandals. Und da war ich wirklich so am Rand, dass ich dachte, wow, mein Leben gerät aus den Fugen. Ich finde keine Ruhe mehr. Ich schlafe schlecht, ich werde nachts um 3 wach, ich finde nicht mehr zurück und drehe und bin mit all dem. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich merkte, ich muss nochmal grundsätzlich bestimmte Themen angucken, ich muss mir Hilfe holen, aber ich will mein Leben insgesamt nochmal angucken, was ist das eigentlich, was mich da so treibt. Und wie ging es dann weiter? Also wie bist du aus diesem großen Sturm rausgekommen? Naja, ich habe mir zunächst mal professionelle Hilfe geholt, mit dem ich die einzelnen Sachen angeguckt habe. Und das große Thema, das mich damals dann sehr gepackt hat, war, dass ich
im Grunde diese Diskrepanz festgestellt habe, Jesus hat immer wieder vom Frieden geredet. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass sein Friede in uns sein soll. Und ich merkte, mein Leben spiegelt alles wieder, aber keinen Frieden. Und wieso ist das so? Wieso gibt es diese Diskrepanz? Und ich fing an, sozusagen die Bibel auch unter diesem Gesichtspunkt zu lesen, dass Jesus ein sehr relaxtes Leben führte, ein sehr relaxter Mensch war, dass er in ganz vielen biblischen Geschichten enorm entspannt rüberkommt und Menschen in seine Nachfolge ruft. Und ich hatte bis dato Nachfolge nie verstanden als Nachfolge in Frieden. Ich habe das immer als Tun und Lieben und Reich Gottes bauen verstanden. Aber dann zu sehen, nee, da ist noch etwas, da ist etwas in ein Leben, in das er mich hineinrufen will, das eine andere Form von Gelassenheit hat. Und das hat mich auf eine Spur gesetzt, mit dem ich ja, gesucht habe, auf ganz viele Art und Weisen versucht habe, mich dem Thema zu nähern. Und das hat mich zum Thema Kontemplation geführt, zum Thema Schweigen geführt. Würde jetzt zu weit führen, das auszuführen, können wir nachher noch drüber einsteigen. Lass uns nochmal zurückkommen zur Gesellschaft, deren das, was Jörg hier beschrieben hat, das ist ja kein individuelles Problem von dieser Ruhelosigkeit, sondern das sehen wir auch in der Gesellschaft. Mhm. Wie nimmst du persönlich die gesellschaftliche Entwicklung bezüglich Ruhelosigkeit wahr? Was siehst du in unserer Gesellschaft? Ich sehe wahrscheinlich das Ähnliche, was alle anderen sehen, dass wir ein sehr beschleunigtes Leben leben und dass Beschäftigtsein irgendwie eine Medaille ist. Ein Ehrenabzeichen. Je beschäftigter du bist, desto besser. Und wenn jemand sagt, hey, ich habe mich dieses Wochenende einfach nur ausgeruht, ich habe nichts gemacht, dann kriegt man keinen Ruhm dafür. Niemand sagt, hey, wow, super, ich bin so stolz auf dich, dass du dich ausgeruht hast. Sondern je busier, je beschäftigter, desto besser. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ich glaube, unsere Gesellschaft ist durch Konsum geprägt. Also mehr Sachen kaufen, mir fehlt irgendetwas, ständig unzufrieden sein. Ich habe ein Handy, das vielleicht 2 Jahre alt ist, aber da gibt es eine Werbung. Es gibt ein neues Handy, das muss ich mir jetzt unbedingt kaufen. Damit ich es kaufe, muss ich mehr arbeiten und so weiter. Und ich glaube, wir sind einfach bombardiert mit diesen Nachrichten. Du brauchst irgendetwas, das du noch nicht hast. Ich glaube, es hat auch was mit dem Verlust des Bewusstseins für die geistliche Welt zu tun. Also je mehr das, was aus unseren Köpfen raus ist, wir haben jetzt ja gerade diese Umfrage gehabt, 80% der Deutschen haben keinen Zugang mehr zur Religion. Mhm. Also sobald aber das Bewusstsein für die geistliche Dimension des Lebens verschwindet, habe ich ja nur noch die materielle. Mhm. Und das heißt, ich suche Vergnügen, ich suche Lebensfülle, ich suche den Sinn des Lebens in der materiellen Welt. Und das bedeutet haben, Dinge besitzen, Vergnügungen nachjagen, die mir in der materiellen Welt irgendwelche Dinge tun. Die geistliche Dimension ist uns flöten gegangen und das führt aber dazu, dass wir sehr rastlos von einer Befriedigung zur nächsten laufen, ohne je festzustellen, dass das I can get no satisfaction, dass das wirklich Befriedigung bringt. Hm. Eigentlich ist die Moderne ja eine Geschichte des Zeitsparens. Also man ist mit dem Auto schneller als zu Fuß. Ne? Waschmaschinen, Trockner, Staubsauger sind alle dazu ausgelegt, dass wir Zeit sparen. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben nicht mehr Zeit, sondern wir haben gefühlt weniger Zeit. Hat das deiner Meinung nach auch damit zu tun, dass wir eben diese geistliche Dimension verloren haben? Ja, du willst das Leben mit irgendwas füllen. Und die Frage ist, fülle ich es das mit dem, wonach meine Seele sich wirklich sehnt? Habe ich die Zeit hinzuhören? Oder fülle ich es mit dem, was mir die Gesellschaft drumherum sagt, was ich brauche? Welche Folgen und Konsequenzen hat denn so diese Hektik und die Ruhelosigkeit unserer Zeit deren? Für die Gesellschaft allgemein oder? Ja, für uns als Individuen, für mich als Mensch, was gibt es da für Folgen und Konsequenzen? Also man könnte ja auch einfach sagen, ja, ist halt so, ne, müssen wir akzeptieren, dass wir beschäftigt sind, warum ist das ein Problem? Also der Effekt ist eine totale Unzufriedenheit. Eugene Peterson hat einmal einen Satz geschrieben, er hat gesagt, die Generation, die sich am meisten mit Selbsterfüllung beschäftigt, hat diese auch am wenigsten erreicht. Also wir schreiben Bücher darüber, wie können wir uns verbessern und optimieren und alles Mögliche. Und trotzdem am Ende des Tages fühlen sich die Leute einfach leer. So, also dieser ständige Drang und auch dieser Individualismus, alles hängt von mir ab. Ich muss Sachen stemmen, ich muss kompetent sein, ich muss mich beweisen. Für mich hört sich das an wie genau das Gegenteil vom Evangelium.
Ja, dieser Legalismus, sich beweisen, irgendetwas prüfen zu müssen und so weiter. Und natürlich gehört das auch zum Leben dazu. Aber ich glaube, die Unausgewogenheit bezüglich dieses Themas ist ein Riesenproblem. Und ich merke nicht, dass die Menschen glücklicher sind, weil sie sich ein bisschen Zeit einsparen können, weil sie eine Waschmaschine haben. Stichwort Evangelium. Was macht denn die Hektik mit unserem geistlichen Leben, Jörg? Naja, wir haben, glaube ich, an ganz vielen Stellen auch gerade eine geistliche Version dieses Beschäftigtsein und dieses überbeschäftigt sein. Wir sind ja nun im Reich Gottes, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen, wir bauen Gemeinden, wir sind engagiert. Häufig sind die Menschen, die an Jesus glauben, in der Gemeinde dann auch noch zusätzlich zu einem beschäftigten Leben in Ehrenämtern tätig und engagieren sich. Und dann kann man sozusagen da noch einen draufsatteln. Und das kommt ja nicht selten vor, dass Leute dann irgendwann ausbrennen oder irgendwann nicht mehr können, irgendwann sagen, ich schaffe das alles nicht mehr. Also eine Mentalität des Getriebenseins gibt es, glaube ich, in sehr hohem Maße auch unter den Frommen. Und das Nicht-Hören auf die Seele, das Nicht-Wirklich-Innehalten und das Nicht-Wirklich-im-Kontakt-Sein mit dem, was in mir ist, würde ich genauso sagen. Wir haben ein sehr beschäftigtes Gemeindeleben und manchmal halten wir auch Mitglieder unserer Gemeinde oder die Leute, die zum Gottesdienst kommen, lange beschäftigt. Du musst noch zum Hauskreis und dann musst du dich hier noch engagieren und dann sollst du bitte bei dieser Aktion der Gemeinde noch mitmachen. Dann haben wir noch am Samstag haben wir noch einen Trödelmarkt organisiert und alles braucht ja Mitarbeiter, alles braucht Leute, die sich engagieren, die damit bei sind. Und so wird man, hält man sehr, sich sehr beschäftigt. Die Frage ist, ob es gut ist. Jörg, du hast vorher schon angesprochen, du hast von dem Frieden, den Jesus verspricht, schon gesprochen. Du bist auch Autor des Buches Gelassen im Sturm. Jesus spricht ja denjenigen, die ihm nachfolgen, immer wieder an vielen Stellen im Neuen Testament seinen Frieden zu. Aber was beinhaltet dieser Frieden? Also was bedeutet der Friede, den Jesus verspricht? Der Friede bedeutet für mich im Kern vor allen Dingen das Bewusstsein, dass ich ein unvergängliches geistliches Wesen bin in einem wunderbaren Universum, mit dem Gott einen großartigen Plan hat. Ich darf sein, ich bin Teil eines großartigen Plans, ich bin Teil eines unfassbar guten Gottes, der es unfassbar gut mit mir meint. So, ich werde im Laufe meines Lebens immer mehr bewusster, wie klein ich Gott denke und wie viel größer er ist, als ich das denken und sagen und fassen kann. Aber dieses unfassbare Gutsein Gottes, der es so gut mit mir meint, der lässt mich gelassen sein. Ich habe das an einer Geschichte gelernt im Neuen Testament, in Markus 4, in der Sturmstillung, als Jesus da im Boot liegt und schläft und seine Jünger kommen in den Sturm und rudern sich die Seele aus dem Leib und sind völlig frustriert, warum machst du nichts, ja, aber wie kannst du hier schlafen, kümmert sich nicht, dass wir hier gerade untergehen. Und Jesus stellt zwei Fragen, warum habt ihr so eine Angst und habt ihr immer noch keinen Glauben? Und als ich das damals gelesen habe, habe ich gedacht, warum habt ihr so eine Angst? Wieso fragt ihr sowas? Also, wie kannst du sagen, Jesus, warum habt ihr so eine Angst? Ey, welchen Teil von wir saufen ab, hast du nicht verstanden? Ja, das ist doch eine Katastrophe. Wieso? Und meint ihr das ernst? Man könnte in einem sinkenden Boot sitzen und keine Angst haben. Moment mal, könnte es sein, dass er es wirklich ernst meint? Und dann zu sagen, habt ihr keinen Glauben? Ey, die hatten alles verlassen, die waren seit 3 Jahren mit ihm unterwegs, die hatten eine Menge getan, die waren schon selber unterwegs gewesen. Und Jesus sagt, keinen Glauben. Wieso keinen? Also bestimmt nicht genug, aber wieso gar keinen? Und da war Dallas Willard derjenige, der sagte, Jesus, die Jünger hatten den Glauben an Jesus, also den Glauben, dass Jesus ihren Sturm stillen könnte. Sie hatten nicht den Glauben von Jesus, den Glauben, mit dem Jesus geglaubt hat, das Vertrauen, mit dem Jesus vertraut hat, die Form von Glauben, die im tiefsten Sturm ein Nickerchen macht. Und Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen, nicht damit wir an ihn glauben, sondern damit wir seinen Glauben teilen. Das ist was anderes. Und dann feststellen, wow, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich diese Form von Vertrauen in den Vater hätte, dass ich im sichersten Ort bin, wo ich sein kann, in Gottes großartigem Universum, dass ich hier, wo ich bin, eingebettet bin in einen selbstlos liebenden, unfassbar guten Gott, der mich hält. Und egal, was mir das Leben bringt, ob das Leid ist oder ob das Schmerz ist oder ob das Verlust ist, egal, es nimmt ein gutes Ende. Das ist eine Form von
Vertrauen und Gelassenheit, die fordert mich seitdem enorm heraus und lockt mich in eine Richtung, mein Leben anders anzugucken. Diane, kannst du das bestätigen, ergänzen? Was bedeutet der Friede, den Jesus verspricht, für dich? Ich liebe diese Geschichte in der Bibel auch. Ich habe mal eine Predigt vor Jahren gehört. Kannst du einem schlafenden Jesus vertrauen? Ja, er schläft, du schreist, die Welt geht unter. Aber Jesus ist im Boot. Das ist ja der Unterschied. Wir sind ja nicht allein im Boot. Und die Idee, zum anderen Ufer zu fahren, kam ja von Jesus. Also er hat ja gesagt, wir gehen zur anderen Seite oder ich lege mich hin und ich bin im Boot mit euch. Und es gibt auch eine ähnliche Geschichte später mit Petrus, wo er auf dem Wasser läuft. Und im Moment, wo er Jesus anschaut und ihm entgegenkommt, sinkt er nicht. Also er kann auf dem Wasser laufen. Und dann guckt er nach unten und sieht, das sind schon ziemlich große Wellen, was mache ich jetzt? Und auf einmal fängt er an zu sinken und in diesem Moment schreit er, Hilfe, bitte hilf mir. Und Jesus nimmt seine Hand und guckt ihn auch an und sagt, wo ist dein Glaube? Du hast keinen Glauben. Ich denke, wenn ich Petrus wäre, würde ich einfach sagen, was ist denn mit den anderen 11 im Boot? Ja, die hocken da in der Sicherheit, ich bin wenigstens auf dem Wasser gekommen. Genau, und dieser Gedanke, dass wenn Jesus im Boot ist, wenn ich den Blickkontakt halte und wenn ich zulasse, dass seine durchbohrte Hand meine Hand festhält, dann kann ich auch durch die Stürme des Lebens kommen. Dann weiß ich, ich werde sicher zum Boot zurückkommen und wieder zum Ufer kommen. Und das ist dieser Friede. Und ich glaube, der Friede ist sehr, sehr eng verbunden mit der Gegenwart Gottes, die Nähe zu Gott, die Intimität zu Gott. Wenn wir weit entfernt sind von Gott, natürlich haben wir Angst und haben auch keinen Glauben und fühlen uns verloren und so, aber es ist diese Intimität, die wir brauchen. Wie erlebst du das persönlich in deinem Leben? Also was hilft dir, um nah an Gott zu sein, um diesen Frieden im Alltag zu erleben, gerade dann, wenn es auch stürmisch ist um dich rum? Also ich würde sagen, die Bibel ist sehr stark im Plural geschrieben. Das bedeutet wir. Also ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Menschen. Ich brauche Leute, die mich erfüllen, Leute, die mir einfach irgendwas Gutes zusprechen können, die mir ihre Hand auf meine Schulter legen können, die sagen können, hey, Jesus ist im Boot, weißt du? Also Gemeinschaft ist eine Sache. Eine wichtige Sache, die ich schon seit ich Christ bin mache, ist Lobpreis. Also meine Frau, sie ist nicht gerade so der Fan von christlichem Lobpreis. Deshalb müssen wir so verschiedene Musik hören. Aber ich mag diese ganzen Lieder, auch wenn sie nur 3 Verse haben. Und ich wiederhole das immer, weil ich fühle, wenn ich Gott preise, passiert irgendetwas, eine Dimensionsverschiebung. Ich fühle auf einmal, dass ich in einer anderen Welt bin. Nicht ganz, aber ich tauche ein bisschen ein, so mit meiner Zehenspitze. Bin ich in einer anderen Welt und ich fühle, diese Realität hier ist nicht alles. Es existiert noch etwas, das genauso real ist wie dieser Tisch. Und diese gemeinschaftliche Ebene und diese Lobpreisebene helfen mir sehr, wirklich zur Ruhe zu kommen und einfach zu wissen, ich bin geborgen in der Hand von Jesus. Jörg, du gehst in deinem Buch auch auf die Frage ein, wie wir Hektik aus unserem Leben bringen können. Hast du da konkrete Tipps für uns? Was hilft dir, um mehr zur Ruhe zu kommen? Naja, einmal ist die Wahrheit ja, dass wir Hektik geübt haben, deswegen können wir sie super gut. Und die Macht dieser Übung breche ich nicht durch Willenskraft. Meine Willenskraft ist zu schwach, um die Macht einer Übung, die mein Körper in sich trägt, zu brechen. Das heißt, wenn ich aus der Hektik rauskommen will, ist der Wille zu schwach, ich brauche eine neue Übung. Deswegen kannte die alte Kirche die Übung der Gegenwart Gottes und ganz viele geistliche Übungen, um den Menschen zu helfen, neue Muster in seinen Körper einzuüben, in sein Verhalten einzuüben. Also das Leben ausbremsen, ein bisschen verlangsamen, ist eine Übungsfrage. Ich kann das üben. Ich kann üben, langsamer zu gehen. Ich kann üben, langsamer zu sprechen. Ich kann üben, auf Augenhöhe mit Kindern zu sein. Das bremst das Leben enorm aus, manchmal, wenn sie alle Zeit der Welt haben beim Spazierengehen. Also das sind alles Punkte, die ich üben kann. Für mich ist in den letzten Jahren das Schweigen ein ganz großer, entscheidender Faktor geworden, festzustellen, dass in meinem beschäftigten Leben manchmal meine Worte und selbst meine Gebete zu Gott ein Feind waren meiner Nähe zu Gott.
dass sich manchmal meine eigenen Worte einfach zwischen uns stellten, weil ich sie benutzt habe, um Gott was zu erklären oder um Gott irgendwas zu sagen oder um irgendwas zu erbitten. Und ich merke, diese Worte waren ein Trennmittel, um Gott auf Abstand zu halten. Mhm. Und festzustellen, ja, und die pure Gottesbegegnung neu zu suchen im Schweigen, wo ich gar nichts sagen muss, wo ich einfach eintauche in die selbstlos liebende Gegenwart eines schweigenden Gottes. Schweigen ist ja auch so eine Sache, ne, die uns schwerfällt. Also wir haben ein bisschen Angst vor der Stille, weil wir Angst davor haben, was da alles hochkommen könnte. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Du setzt dich dann einfach irgendwo hin und schweigst 15 Minuten, 30 Minuten? Also ich beginne mittlerweile jeden Tag seit einigen Jahren mit einer halben Stunde Schweigen. Wow. Ja. Und das ist aber, wow, ist es, trifft es nicht, weil es für mich von Anfang an dieses Gefühl war, ich habe es begonnen, ich habe einige Autoren gelesen, die mich neugierig gemacht haben. Ich habe dieses als eine Übung begonnen und festgestellt, wow, die Erfahrung zieht mich, das will ich. Es ist für mich kein Opfer, früher aufzustehen oder es ist überhaupt nicht, ich will dahin. Das ist etwas, was mir total gut tut. Also, aber es bedarf der Übung. Also, wenn wir anfangen, ruhig zu werden äußerlich, merken wir, wie laut es in uns selber ist. Dann kommen all die Sachen hoch, die unsere Seele plötzlich hochbringt, weil wir sie und durch unser Beschäftigtsein sehr erfolgreich unter der Oberfläche gehalten haben. Da kommt Schmerz hoch und Scham hoch und Wut hoch und viele Sachen. Und es ist die große Versuchung, wenn es hochkommt, lieber schnell wieder zum Beschäftigten zurückzugehen und das zuzudecken. Gott hat aber eine Lösung. Gott hat etwas vor mit dem, was da in mir hochkommt. Was meine Seele da bekümmert, was sie verletzt, was ihr wehtut, was sie an Scham empfindet, das kann gelöst werden. Wenn ich den Mut habe, meiner Seele an dieser Stelle zuzuhören, was kommt denn da hoch an Wut, an Ärger, was kommt denn da hoch an Verletzung, dann kann ich das in die Gegenwart Gottes bringen. Und wenn ich das in die Gegenwart Gottes gebracht habe, werde ich manchmal nach einiger Zeit entdecken, er hat damit was getan. So, und dann stört es mich nicht mehr. Also es ist ein Prozess, durch den ich gehe, eine Übung, durch die ich gehe. Aber auf der anderen Seite dieser Übung stelle ich plötzlich fest, dass irgendwann meine Seele sagt, so, jetzt ist gut. Jetzt habe ich dir alles gesagt, was ich dir noch sagen wollte. Und jetzt können wir zusammen still sein. Und dann kann ich meine Gedanken langsam loslassen und stelle fest, ich tauche ein in ein Schweigen. In ein Schweigen, für das ich keine Worte habe, aber in einen Raum, bei dem mir immer bewusster wird, wie unfassbar gut dieser Gott ist, der all meine Gedanken und auch Formen, in die ich ihn presse, sprengt. Mein Denken ist zu klein, um das Gutsein zu beschreiben. Es ist viel größer. Und ich kann es nicht denken, ich kann es nur berühren, liebevoll mich dem nähern. Und trotzdem ist es eine Form von Wissen, eine Form von Gottesbegegnung, eine Form von Gotteserkenntnis. Die Mystiker wussten das schon sehr lange, dass das wichtig ist. Wir haben das ein bisschen verloren. Aber ich glaube, wir sind gerade dabei, es ein bisschen wieder zu entdecken in den letzten Jahren, dass wir diese Form von Gottesbegegnung haben, die einen unendlich größeren Impact hat als manche, das sage ich jetzt nicht despektierlich, aber korrekt vorgetragene Christologie. Die ist wichtig und großartig, aber sie führt uns oft nicht in diese tiefe Verbindung mit Gott. Das tut eine Berührung, die er schafft. Wir könnten hier noch ganz lange weiterreden, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Deshalb Abschlussfrage an dich, Dejan. Du hast vorher schon angesprochen, dass dir Gemeinschaft hilft, um zu entschleunigen. Was können Kirchen tun, um Orte der Ruhe und der Stille zu sein für uns heute? Also Kirche ist eine Versammlung von Menschen. Und ich denke, die Kirche hat eine große Verantwortung, auch geschichtlich gesehen, hat die Kirche eine Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft du schon mal bei einer Predigt die folgenden Satz gehört hast. Bete mehr, komme öfters in den Gottesdienst, gib mehr Geld, mach mehr und so weiter. Wir brauchen ehrenamtliche Arbeiter. Das ist alles gut, ich habe nichts dagegen, wir können immer mehr geben. Aber irgendwie ist das für mich auch ein bisschen ein Gegensatz zum Evangelium, weil wie messen wir eigentlich Erfolg in unseren Kirchen? Zahlen, Programme, Optionen an verschiedenen Veranstaltungen, wie viele Kinder, Jugendliche und so weiter. Also was bedeutet eine erfolgreiche Kirche zu sein? Und im Reich Gottes
sind die Sachen, die wirklich wichtig sind, Liebe, Tugend, Frömmigkeit und eine lebendige Beziehung zu Gott, Sachen, die man nicht messen kann. Ich würde den Kirchen einfach sagen, wir müssen priorisieren. Ist das, was wir hier tun, etwas, das uns fördert in die Nachfolge von Jesus Christus? Wenn nicht, dann bedeutet es nicht notwendigerweise, wir lassen es komplett, sondern es nimmt eine weniger wichtige Rolle an. Also wir priorisieren das, was am wichtigsten ist. Und das für mich ist Nachfolge und eine lebendige Spiritualität, eine lebendige Beziehung zu Gott. Das bedeutet entschleunigen, vielleicht ein Programm streichen, vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringen mit Leuten, vielleicht ab und zu mal ein Mittagessen anbieten in der Gemeinde und auch Zeiten für Stille. Letzte Sache, die ich noch sagen würde, ich würde Pastoren ermutigen, in die Schatzkammern der christlichen Geschichte zu gucken, was alles da steckt. Das Schweigen, das gibt es schon 1700 Jahre, wird das schon thematisiert in den Texten. Und es gibt verschiedene andere Exerzitien, die man üben kann, Übungen und so, geistliche Disziplinen. Und ich fühle, dass in unseren evangelikalen Kreisen, dass es eine Verarmung gibt, wo wir einfach diese Sachen und nicht, wir wissen gar nicht, dass es sie gibt. Aber die Kirche ist voller Schätze und wir können das wirklich ausschöpfen und sehr davon profitieren. Und ich freue mich, dass du das auch gemacht hast und ich bin dir auch ein bisschen neidisch. Ich würde gerne von 2 Minuten auf 30 kommen in meinem Schweigen. Eine Minute pro Monat. Eine Minute pro Monat. Guter Start. Guter Start. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart und eure Erkenntnisse und Einblicke mit uns geteilt habt. Danke, Kim. Sehr gerne. Innere Ruhe kann man einüben, sagen Dejan Astajic und Jörg Albrecht. Ich wünsche dir viele Ruhemomente in dieser Woche und freue mich, wenn du nächstes Mal bei Echt und Ehrlich wieder mit dabei bist. Bis bald.